Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Brettspiels, ich bin André und ich begrüße euch ganz herzlich zu Auf den Tisch, meinem YouTube-Kanal zu allem rund um Brettspiele. Heute schaue ich mir mit euch Winter der Toten an und das kommt jetzt auf den Tisch. Hallo und damit nochmal herzlich willkommen zu Auf den Tisch, heute mit Winter der Toten. Das Spiel ist von Isaac Vega und John Gilmore. Es ist erschienen bei Plate Head Games, beziehungsweise damals bei Heidelberger und heute ist es im Vertrieb von Asmodee. Die Illustrationen sind von Fernanda Suarez. Das Spiel wird ab 13 Jahren empfohlen, ist für 2 bis 5 Spieler und dauert ungefähr 60 bis 120 Minuten. Bei Winter der Toten handelt es sich um ein semi-kooperatives Spiel. Und darum geht es in Winter der Toten. Die Zombie-Apokalypse ist ausgebrochen und zu allem Übel ist jetzt auch noch Winter. In unserer Kolonie gehen langsam die Vorräte aus. Jeder Spieler übernimmt in Winter der Toten eine Gruppe von Überlebenden, die zuerst einmal gemeinsam ein Ziel erreichen müssen, zum Beispiel genug Benzin zu sammeln oder genug Nahrungsmittel zu finden, um über den Winter zu kommen. Nun haben wir zwar ein kooperatives Gesamtziel, auf das die Gruppe hinarbeiten muss, aber jeder Spieler verfügt auch noch über ein geheimes eigenes Ziel, das er verfolgen muss, um am Ende des Spiels siegreich zu sein. Außerdem kann es sein, dass sich ein Verräter unter uns befindet. So gibt es natürlich die ganze Zeit Spannung in der Gruppe und dann kann es auch noch sein, dass das Schicksal zuschlägt. Ich habe euch hier den reduzierten Spielaufbau für Winter der Toten vorbereitet. Das Video mit der vollständigen Vorstellung des Aufbaus, des Materials und der Regeln findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt, damit das Video hier jetzt nicht zu lang wird, aber ihr natürlich einen Eindruck kriegt davon, wie das Spiel so funktioniert. Im Zentrum des Spiels steht das gemeinsame Ziel der Gruppe. Dieses muss kooperativ erreicht werden. Dabei geht es dann zum Beispiel darum, bestimmte Ressourcen zu sammeln oder zum Beispiel auch dafür zu sorgen, dass die Kolonie, die unser zentrales Spielelement hier bildet, besonders gut verbarrikadiert ist. Außerdem hat jeder Spieler noch ein geheimes eigenes Ziel, das er zusätzlich zum Gruppenziel erreichen muss, um eben siegreich zu sein. Und dabei geht es auch häufig darum, bestimmte Ressourcen zu sammeln. Und diese muss der Spieler eben für sich behalten. Er darf den anderen auch nicht mitteilen, dass er genau diese Ressourcen für sein geheimes Ziel sucht, so dass sich jeder Spieler ein wenig verdächtig machen kann. Außerdem gibt es unter den geheimen Missionszielen auch noch einige Verratskarten. Ein Verräter muss es in der Regel schaffen, die Moral der Gruppe auf 0 zu reduzieren, um damit eben dafür zu sorgen, dass die Gruppe nicht gewinnt. Aber auch ein Verräter muss wie der Rest der Gruppe dafür sorgen, dass er noch ein bestimmtes eigenes Ziel erreicht, um damit eben als Sieger aus dem Winter der Toten hervorgehen zu können. Das Spiel läuft eine über das gemeinsame Ziel festgelegte Anzahl von Runden. Jede Runde wird eine Krisenkarte aufgedeckt, die immer wieder für eine neue Bedrohung sorgt. Und eben auch dafür sorgt, dass die Spieler jede Runde gemeinsam noch ein weiteres Ziel erreichen müssen, um keine harten Strafen zu befürchten. Zum Beispiel würden zusätzliche Zombies auftauchen oder eben auch die mitentscheidende Moral würde sinken. Die Spieler starten alle mit ein paar Handkarten, die ihnen ein paar Vorteile geben oder auch schon ein paar Ressourcen, die sie zum Beispiel auch benötigen, um jede Runde die Kolonie mit Nahrung zu versorgen. Und die Spieler starten auch mit einer Anzahl an Charakteren. Diese Charaktere sind unterschiedlich gut darin zu kämpfen oder eben auch neue Gegenstände zu suchen und sie bringen auch immer noch mal eine spezielle Fähigkeit mit, die sie von Charakter zu Charakter unterscheidet. In jeder Runde machen die Spieler beginnend vom Startspieler, für den es diesen wunderschönen Token hier gibt, ihre Aktionen. Dafür brauchen sie teilweise diese Aktionswürfel, die man unter anderem auch durch die zusätzlichen Charakterkarten bekommt. Und dabei geht es dann zum Beispiel darum, dass man die Zombies, die in der Kolonie oder an den äußeren Standorten sind, bekämpft. Von den äußeren Standorten gibt es eigentlich 6. Ich habe hier mal 2 exemplarisch rausgesucht. Wir können die Aktionswürfel aber auch ausgeben, um die Standorte außerhalb der Kolonie zu durchsuchen und damit Nahrungsmittel oder andere Gegenstände zu finden, die wir für das Erreichen des gemeinsamen oder unseres eigenen Ziels benötigen. Für einen beliebigen Aktionswürfel darf man auch eine Barrikade an dem Ort errichten, an dem sich einer der eigenen Charaktere befindet. Diese Barrikaden verhindern einmalig, dass Zombies platziert werden können an dem entsprechenden Ort. Das ist in der Regel eine deutlich sicherere Sache, als wenn man die Zombies erst bekämpfen würde, wenn sie bereits da sind. Die Spieler können untereinander Karten oder Ausrüstungsgegenstände tauschen oder man kann eben auch darüber abstimmen, einen Spieler zu verbannen, wenn sich dieser zum Beispiel besonders auffällig verhält und man vielleicht vermutet, dass dieser ein Verräter ist. Oder man kann zum Beispiel auch, wenn man jemanden als Verräter enttarnt hat, sogar andere Spieler angreifen. Man muss sich aber auch zum Beispiel darum kümmern, dass benutzte Karten nicht den Abfall verstopfen und damit eben für Unmut in der Kolonie sorgen. Binding-Aktionen, die man im Spiel durchführt, zum Beispiel den Angriff auf Zombies oder auch einfach die Bewegung von einem Standort auf den anderen, muss man immer den Infektionswürfel werfen. Und da kann dann halt zum Beispiel dabei herauskommen, dass sich ein Charakter verletzt, dass er, wir sind ja im tiefsten Winter, eine Erfrierung erleidet oder sogar gebissen wird und damit sofort getötet wird
und dann sogar noch das Risiko besteht, dass weitere Charaktere am gleichen Ort sich ebenfalls infizieren. Da muss man also immer ein wenig aufpassen, wie weit man gehen will, welches Risiko man bereit ist einzugehen. Aber man muss natürlich auch immer, und das ist, glaube ich, somit das zentrale Element des Spiels, darauf achten, dass man sein eigenes Missionsziel erreicht, ohne dabei zu verdächtig zu wirken. Als ganz besonderes Element in Winter der Toten kommen dann außerdem noch die Schicksalskarten dazu. Jedes Mal, bevor ein Spieler seinen Zug durchführt, zieht der Spieler rechts neben ihm eine Schicksalskarte. Auf den Schicksalskarten finden wir immer eine Bedingung, wann sie ausgelöst werden. Wenn zum Beispiel ein bestimmter Charakter des Spielers an einem bestimmten Ort ist, könnten zum Beispiel, wenn er hier in der Kolonie ist oder wenn er vielleicht auch eine bestimmte Aktion durchführt, zum Beispiel in der Tankstelle zu suchen oder auch nur ein bestimmter Charakter überhaupt im Spiel ist oder vielleicht auch noch nicht im Spiel ist, je nachdem, können diese Karten ausgelöst werden. Wenn die Bedingung eintritt, muss sich der Spieler, der die Karte gezogen hat, melden und dann muss der Spieler, der gerade dran ist, entweder zwischen zwei Möglichkeiten wählen, wo es auch dann wieder darum geht, gehe ich ein bisschen Risiko ein. Ein Beispiel ist zum Beispiel, man findet einen liegen gebliebenen Tanklaster. Man könnte diesen mitnehmen und damit ganz viel Benzin für die Gruppe einsammeln. Gleichzeitig würde man aber auch sehr viele Zombies an die Kolonie locken, weil man natürlich mit so einem LKW sehr viel Krach macht. Oder aber man könnte auch sagen, nein, ich lasse das lieber, gehe kein Risiko ein. Dafür kriege ich aber auch keine Belohnung. Ab und zu kommt es bei den Schicksalskarten auch mal zu einer Abstimmung. In diesem Falle hat jeder Spieler eine Stimme und beim Gleichstand würde dann der Startspieler entscheiden, welche Wahl getroffen wird. All solche Sachen sind da dabei. Da sind immer auch so kleine Storystücke dabei, was natürlich auch zur Immersion beiträgt, also zum Eintauchen in die Spielwelt. Und auch das ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal von Winter der Toten. Das ganze Spiel geht eben so lange, bis entweder das gemeinsame Ziel erfüllt wurde. Dann wird eben noch überprüft, ob jeder auch sein geheimes Ziel erfüllt hat. Und nur die Spieler, die eben beides erreicht haben, sind siegreich. Ansonsten endet das Spiel für die meisten Spieler in einer Niederlage, wenn die Moral auf Null sinkt oder eben, wenn die letzte Runde gespielt wurde, also der Rundenmarke auf Null sinkt und das gemeinsame Ziel noch nicht erreicht wurde. Und damit kommen wir zu meinem Fazit von Winter der Toten. Winter der Toten ist aktuell mein liebstes semi-kooperatives Spiel. Es spielt sich schnell und flüssig, aber es ist auch immer wieder neu und überraschend durch die unterschiedlichen Zielkarten und auch durch die Schicksalskarten. Und es ist natürlich auch immer wieder herausfordernd, denn das Spiel bringt es natürlich unheimlich gut zustande, dass man primär bedroht ist, entweder unmittelbar durch die Zombies, durch die Krisenkarten und natürlich brauchen wir auch die Ressourcen oder andere Bedingungen, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Und natürlich ist die Spannung auch gegeben dadurch, dass wir nicht wissen, ob sich vielleicht ein Verräter unter uns befindet, weil dadurch, dass jeder noch sein eigenes Ziel hat, müssen wir eben immer schauen, dass wir auch selber ein bisschen egoistisch sind und eben nicht nur für die gemeinsame Sache arbeiten. Und dadurch kann sich eigentlich jeder die ganze Zeit über verdächtig machen. Zwar ist das Zombie-Thema vielleicht auch schon ein wenig ausgelutscht, aber die Zombies stehen in Winter der Toten auch nicht ganz so im Fokus, wie es vielleicht bei Zombies oder bei Zombieside der Fall ist, wo es ja wirklich primär darum geht, Zombies umzulegen. Und das macht Winter der Toten halt eben nicht. Die Zombies sind zwar ein konstantes Hindernis und auch eine Bedrohung, aber wir müssen sie eigentlich mal nur aus dem Weg schaffen, um andere Sachen eben besser zu schaffen. Zum Beispiel eben die Ressourcen zu sammeln, die wir für unser gemeinsames oder auch für das eigene geheime Ziel benötigen. Den Vergleich, den sich das Spiel auf jeden Fall gefallen lassen muss, ist natürlich der mit Battlestar Galactica. Wir haben hier eine sehr ähnliche Ausgangssituation mit einer Gruppe, die eigentlich ein gemeinsames Ziel hat, aber es kann eben sein, dass sich ein Verräter unter uns befindet. Bei Battlestar Galactica ist das halt immer auf jeden Fall der Fall. Spätestens zur Hälfte des Spiels kommt auf jeden Fall ein Zylon mit ins Spiel. Und dieser hat tatsächlich auch einige Möglichkeiten, um die Gruppe zu behindern, um die Menschen eben darin zu hindern, zu überleben. Aber er hat eben in dem Falle kein eigenes Ziel. Er hat eigentlich nur die Aufgabe, die Gruppe zu behindern und eben die Menschheit zu vernichten. Bei Winter der Toten ist das ein wenig anders, weil zum einen hat jeder noch sein eigenes Ziel. Er muss also irgendwie Sachen horten oder vielleicht auch eine bestimmte Gruppengröße erreichen. Aber jeder hat das eben, auch wenn er kein Verräter ist. Aber auch der Verräter muss natürlich hier für den Misserfolg der Gruppe sorgen. Aber auch er muss bestimmte Bedingungen erfüllen, um sein Ziel zu erreichen, um selber zu gewinnen. Selbst wenn er die Gruppe auf eine Moral von Null bringt, also sie zum Verlieren zwingt, kann es sein, dass der Verräter gar nicht gewinnt, weil er sein persönliches Ziel nicht erreicht hat. Das ist schon mal ein großer Vorteil gegenüber Battlestar Galactica. Wenngleich Battlestar Galactica allerdings auch natürlich den Vorteil hat, dass es eine viel, viel dichtere Atmosphäre schaffen kann, wenn man die Serie kennt. Wenn man die Serie nicht kennt, könnte es einigen Leuten tatsächlich schwerfallen, so in die Stimmung zu kommen. Und das ist bei Winter der Toten halt deutlich einfacher. Von den Zombie-Filmen oder Serien in den letzten Jahren hat bestimmt jeder den ein oder anderen mal gesehen.
Und so kann man sich schnell in das Szenario hineinversetzen. Auch wenn die Story jetzt halt nicht so dicht ist, aber durch das, was passiert, ist man natürlich trotzdem mittendrin. Und gerade auch die Schicksalskarten können es sehr gut hinkriegen, dass man immer mal wieder so kleine Erlebnisse hat, dass man auf einen bestimmten Charakter trifft und den in die Gruppe aufnimmt oder eben auch bestimmte Ereignisse heraufbeschwört, die wirklich dann einfach sehr thematisch sind und da dann eben natürlich auch für die Gesamtatmosphäre beitragen. Auch haben die Missionen zu Beginn und zum Ende des Spiels auch immer noch einen kleinen Flavortext, um die Gruppe eben in die Stimmung zu versetzen. Damit ist das Spiel einfach sehr viel zugänglicher auch als Battlestar Galactica. Zu guter Letzt muss man auch noch sagen, dass das Spiel sich deutlich flüssiger und schneller spielt, einfach von den Regeln her auch viel zugänglicher ist. Die Regeln sind auch sehr, sehr gut geschrieben, man kommt da sehr gut rein und alles ist eigentlich sehr sauber und in guter Reihenfolge erklärt. So erlebe ich es bislang eher, dass Winter der Toten das deutlich zugänglichere Spiel ist und sich auch einfach flüssiger und leichter spielt und dadurch halt einfach allen sehr viel Spaß macht. Battlestar Galactica hat für mich durchaus weiterhin seine Berechtigung, gerade auch, weil ich die Atmosphäre der Serie so gut finde und daher auch das Spiel sehr mag. Aber in der Regel würde ich wahrscheinlich erstmal Winter der Toten auf den Tisch packen, weil das für mich einfach nochmal viel besser funktioniert und einfach nicht ganz so krass ist, auch von der Erklärung her und nicht ganz so in die Tiefe geht und damit einfach sehr gut gespielt werden kann, auch wenn man mal eine neue Gruppe zusammen hat. Für zusätzliche Abwechslung und auch Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Spielergruppen bietet das Spiel auch noch unterschiedliche Varianten an. So kann man zum Beispiel die Verratskarten komplett rauslassen, um ein rein kooperatives Spiel zu haben. Man kann es aber auch wahrscheinlicher machen, dass ein Verräter dabei ist, indem man weniger Missionskarten reingibt, die keine Verratskarten sind. Und man kann eben auch das Spiel schwieriger machen, sodass es eine größere Herausforderung darstellt. Das brauche ich zwar persönlich bei kooperativen Spielen nicht unbedingt so sehr. Mir geht es tatsächlich eher um das gemeinsame Erleben, das gemeinsame Zusammenspiel, um eben das gemeinsame Ziel zu erreichen. Aber vielen Spielern ist es ja auch sehr wichtig, dass sie immer wieder konstant auch eine Herausforderung hier erleben. Ein weiteren Service, den das Spiel bietet, ist, dass einige Karten markiert sind, die man entfernen kann, wenn man das Spiel mit jüngeren Spielern spielen will. Das ist vielleicht für einige Familienspieler auch sehr wichtig. Dabei geht es dann zum Beispiel um Karten, in denen es um Mord, Vergewaltigung oder Gewalt an Kindern geht. Und so kann man dann das Spiel einfach etwas familienfreundlicher gestalten, wenngleich es natürlich immer noch ein Spiel in der Zombie-Apokalypse ist, wo es darum geht, Zombies aus dem Weg zu schaffen und eben um das bittere Überleben zu kämpfen. Nichtsdestotrotz ist das auch eine sehr gute Eigenschaft, die natürlich manchen Spielen sonst eher fehlt. Alles in allem gefällt mir Winter der Toten wirklich richtig gut und ich packe es sehr, sehr gerne auf den Tisch. Daher meine Empfehlung für Winter der Toten. Und damit sind wir auch schon am Schluss von diesem Video von Auf den Tisch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da und gebt mir ein Abo, damit ihr auch zukünftig keine Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten Video. Folgt mir gerne auch bei Facebook und bei Twitter. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.